Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht's um Parfüm Unboxing. Ich habe eins, zwei, drei Päckchen zum Unboxen, aber ich werde jetzt nicht komplett alle unboxen. Wir fangen mit Parfüm History. Da habe ich ganz tolle Nischenprodukte in erschwinglichen Preislage entdeckt. Ich hoffe, es interessiert dich und schau einfach mal da rein. Das sind so tolle Nischenprodukte. Ich packe das jetzt einfach mal aus und da hat es mir so richtig gut gefallen und da habe ich mich auch ausgetobt. Ich bin einfach zu dieser Marke gekommen, weil ich Tester hatte. Ich hatte zwei Tester und von den Testern habe ich auch die große Variante bestellt. So, da fangen wir einfach mal an. Da sind auch ganz viele... Oh, ich kann nicht alle jetzt testen, ja. Das ist auch sehr schön verpackt. Da sind jetzt auch ganz viele kleine Proben dabei. Die habe ich aber extra gekauft. Also die haben mir netterweise so kleine Streifen mitgeschickt. Finde ich nett, aber die nutze ich nie. Die Frage ist auch schon oft gekommen, warum ich immer Servietten nutze. Ich brauche eine größere Fläche, wo ich schnupper. Zeigt es euch. Ich habe jetzt in der Hand ein Tester, das ist Fleur Noir. Schaut es einfach mal ganz genau hin. Ja, jetzt schaue ich auch, dass ich das richtig dosiere. Der Streifen ist schmal. Das ist ein gutes Papier, da gibt es extra Papier zum Testen. Die sind auch von der Struktur anders. Und da sprühst du, man könnte das sehen, die Hälfte geht nach außen. Ja, da bleibt in der Mitte und der Rest. Und ich habe so oft an der Hand was hängen. Und das irritiert mich beim Testen. Jetzt zeige ich das euch, wie ich das einfach... schöner Duft. Wow, sehr orientalisch blumig. Nicht schlecht. Boah, erinnert mich aber auch an einen Duft. Nicht schlecht. Jetzt nehmen wir einen anderen Duft, dass ich nicht ständig den gleichen habe in der Nase. Jetzt habe ich es nämlich in der Hand. Das wird jetzt die ganze Zeit danach riechen. Jetzt habe ich Garçon Libre. Deckel ab. Garçon Libre. Könnt ihr das erkennen? Wow. Oh, das ist ein toller Duft für Herren. Oh, ich liebe so fruchtig-gurkige Noten. Toll. Oh, toll. Oh, toll. Sehr schön. Garçon Libre, toller Herrenduft. Und ich nutze den ganzen Raum, wie der Sprüher sprüht. Manche Sprüher haben einen sehr direkten Strahl, manche machen eine Eresion, wo so eine Ausstrahlung hat. Und so kann ich auch die Sprüher testen. Wenn ich das jetzt nur auf eine ganz schmale Fläche nutze, geht mir so viel verloren vom Parfüm. Das landet auch auf meiner Hand. Das irritiert mich und es stört mich einfach. So, jetzt wisst ihr, warum ich immer Servietten nehme. Aber das sind auch Kosmetik-Servietten. Also ich nehme auch keine Servietten, wo ein Eigenduft ist. Garçon Libre ist geil, geil, geil. Tolle Herrenduft, tolle Herrenduft. Jetzt kommen wir einfach mal zu meinem Unboxing. Da sind ganz viele Proben. Die Marke heißt LPDO. Voyage Secret habe ich als Tester auch noch bekommen. Dann gibt es noch, weiß ich nicht, wie es ausgesprochen ist, Folies de Epic. Auch als Tester. De La Rouge. Die Farbe sieht gut aus. Ich rieche nichts. Probieren wir mal später. De La Rouge. Aqua di Sardegna. Oder Parfüm Viruvo. Hoffentlich habe ich es richtig. Teste ich jetzt nicht. Wir kommen jetzt einfach zu den Düften, die ich mir bestellt habe. Sonst wird es wirklich zu langes Video. Mann, wenn die was verpacken, dann können die verpacken.
Oh, toll! Ich kaufe das erste Mal bei der Marke und das gefällt mir. Die haben, können Sie das erkennen, Tässchen voröffnen. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt so ein Päckchen bekomme, dass ich eine Probe habe davor. Finde ich richtig toll. Aber ich kenne die Düfte schon. Ich habe sie ja schon getestet. Ich glaube, ich habe die gleiche Probe auch so bekommen gehabt von einer Zuschauerin. Lege ich zur Seite. Dann das gleiche Spiel auch mit Boss Intense. Teste, bevor du öffnest. Wie toll ist das? Toll. Hut ab, Leute. Das gefällt mir. Das ist ein Zeichen für mich, dass die Marke Interesse hat, dass die Kunden auch ihr Geld nicht einfach aus dem Fenster rausschmeißen. Viele von uns sind ja so verrückt und machen blind bei. Und das ist bekannt in der Parfümwelt. Also die Marke wirst du auch sehr selten irgendwo entdecken. Es macht jetzt viel Krach. Ich packe das jetzt einfach so aus. Wenn es wirklich stört, ich weiß, manche sagen, das stört nicht. Manche sagen, das stört riesig. Ich mache das heute so, wie ich mich fühle, okay? Oh, dann haben sie noch eine Außenfolie. Alter Schwede, ich komme hier nicht durch. So, jetzt komme ich mal zu Privé 06. Das ist eine Marke, das heißt RP. Wird als Nischenduft deklariert. Was soll ich dazu sagen? Der Preis war unschlagbar günstig. Oh, das fühlt sich richtig gut an. Oh, das fühlt sich sehr gummig an. Packe ich aus, in Samt gehüllt. Ah, die Farbe ist ja toll. Könnt ihr die Farbe kennen? Das geht in Richtung grün-moosig. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Ja, das mache ich ja. Ach, Garçon hat mich jetzt richtig hingebeamt. Das war von der Marke. Von LPDO. Libre, Garçon Libre. Das war ein Herrenduft. Wahnsinn. Den würde ich auch tragen. Glatt. Also im Frühling, Sommer, ein toller, toller grün, floraler Herrenduft mit Gurke. Ich liebe ja Gurke. So. Dann fangen wir mal an. Privé 06 soll ähnlich riechen wie Fête Delicieuse. Oh, hat einen Magnetverschluss. Toll, gefällt mir. Das, oh ja, das riecht so ähnlich wie Fête Delicieuse. Hey, das riecht nicht nur ähnlich. Das riecht sehr stark danach. Puh. Hat aber so einen leichten synthetischen, metallischen, so aufdringlichen Creme-Touch. Ah, gefällt mir das? Weiß ich nicht. Warten wir mal einfach ab. Nicht schlecht. Ah, da kommt aber eine schöne, schöne Kakaobohne raus. Sehr schön. Für den Preis kann man es sich kaufen. Für den Preis kann man es sich kaufen. Ich muss es noch auf der Haut tragen. Ich habe jetzt heute so viele Düfte getestet und geschnuppert, dass ich es jetzt auf der Haut jetzt nicht tragen werde. Wenn du so einen Duft haben möchtest wie Fève Delicieuse, dann geht das schon klar. Aber das hat so seine eigene Nummer. Das hat so eine Kakao. Ich rieche so richtig Kakaopulver. Wenn man zum Backen Kakaopulver nutzt, rieche ich das so richtig raus. Und da ist auch so eine heftige Patchouli-Note. Beim Fève Delicieuse ist es nicht so. Also es ist samtiger, vollmundiger, cremiger, ausgeglichener, finde ich. Aber man muss es auch bewerten auf der Haut. Also ich kann das jetzt gar nicht schlecht bewerten. Ich finde den Duft toll. Wird ein Herbstduft zum Ausgehen. Tendiert aber sehr stark Richtung weiblich. Ist als Unisex deklariert worden. Ich würde sagen, ja, das geht schon so 65% weiblich. Als Herrenduft kannst du es auch
super gut nutzen. Aber du musst natürlich Gourmand-Düfte mögen. Also es hat ein Patchouli-Note, der stark Richtung hergeht. Also kann man auch als Herduft nutzen. Wieso nicht? Kann ich mir sehr gut vorstellen. So, jetzt geht's mit Bose Intense. Also Bose Intense ist für mich ein absolut toller Duft. Den habe ich, ich habe zwei kleine Abfüllungen gehabt. Deswegen musste ich mir das als groß bestellen. Jetzt macht es krass, sorry. Beim nächsten Video mache ich die Folien weg. Ist okay, ich sehe es schon kommen. Naja, du machst so viel Kracheiten. Ich sehe es schon kommen. Oh, die Verpackung. Hey Leute, können wir mal über die Verpackung reden? Weiß sieht man leider bei der Kameraeinstellung nicht so gut. Es gibt noch eine Karte. Da ist Iris drinnen. Patchouli, Vanille. Die Duftkomposition erinnert mich sehr stark an mein Gypsy Water. Aber das hat einen extra Touch. Wenn du Gypsy Water magst, kannst du das blind bestellen. Das wird richtig dich umbeamen. Hat aber sehr starken maskulinen Touch. Das sieht so Oldschool-Herren-Parfüm aus. Oh, ich glaube, habe ich den richtigen Duft bestellt? Ich habe das Gefühl, dass ich den richtigen nicht gar nicht bestellt. Oh Mist! Oh, da war Bose Intense und noch ein Bose. Ach, Scheinwinkler ist. Ich glaube, ich habe den falschen erwischt. Nein, ich habe den richtigen erwischt. Das ist für mich wieder ein Molekülduft. Pudrig, Haut, DNA, das verschmilzt mit deiner eigenen Haut. Sexy, but better Duft, also my skin, but better Duft. Du wirst so richtig, oh, da würde ich drauf springen. Da springe ich richtig drauf. Das ist so meine Richtung. Wir gucken uns mal den Sprüher an. Ja, funktioniert super. Hat einen sehr schönen, eigentlich einen direkten Strahl. Käppchen ist sehr schön schwer. Aber ja, gut, so hochwertig ist es nicht. Für was erwartest du für 25 Euro? Finde ich nicht schlecht. Also die Außenverpackung finde ich toll. Der Duft ist toll, den wollte ich immer haben und jetzt habe ich es. Jetzt habe ich noch einen Duft bestellt bei der Marke. Den habe ich auch zum Testen bekommen und den packen wir jetzt auch gleich aus. Unboxing ist nicht schlecht, Unboxing liebe ich, ja, aber das Auspacken ist nicht gerade so mein Ding. So, jetzt guckt euch mal das an. Schön verpackt mit ganz viel Proben wieder. Oh Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, wenn ich die Proben euch zeigen würde. Also für die ganze Verpackung, für das ganze Zeug, was habe ich bezahlt? 52 Euro. Ja, ich zeige euch mal, was ich alles habe. Mehr ist nicht, aber es reicht. Was soll es noch mehr sein? Das ist alles so sicher eingepackt. In der Bestellung habe ich noch einige Privé-Düfte von RP als Probe zu probieren. Da habe ich es mir nicht nehmen können. War richtig günstig und ich liebe so kleine Tester-Päckchen. Und das hat gekostet insgesamt 22,40 Euro. Nicht schlecht. Ja. Und ihr seht, das sind ein Haufen Tester zum Probieren. Ich liebe natürlich Abfüllung bei Parfumer zu bestellen, aber ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, bei Abfüllungen bei Parfumer. Ja, so 100% sicher bin ich mir nicht immer, wenn es richtig nicht sichtbar ist, dass es vom Hersteller ist. Dann Privé Rollet. Habe ich als Tester hier drin, kenne ich die Marke gar nicht. Dann habe ich von Aqua die Sardinia noch Proben, die man auch schnuppern könnte. Dann noch eine Probe und sie haben das gleiche wieder gemacht, ja. Dass man einen kleinen Tester hat,
Den Duft kenne ich ja wieder. Und das heißt Cetrus. Cetrus. Ich füge es ja mal als Namen. Ich habe es gerochen und habe mich verliebt. Aber es riecht so ähnlich wie Creed Aventus. Ich habe am Amaf. Ja, ich habe viele, viele Tester von verschiedenen Anbietern, Nischenprodukte. Dann habe ich von Klonfirmen habe ich Proben. Dann habe ich von Parfum Pelot, das ist mein Liebling, 0022, den liebe ich zum Leeren, Kombinieren. Dann habe ich noch Nishane, geht auch in die Richtung Hajivat. Aber dieser Duft, den musste ich auch besitzen. Es riecht so ähnlich wie Aventus, aber das hat einen Verlauf. Der hat einen Verlauf, der ist anders. Der ist richtig toll. Richtig, richtig toll. Und es hält. Leute, ich habe für diesen Set insgesamt, wenn ich das vorher gesehen hätte, hätte ich es alles zusammenbestellt, insgesamt 23,28. Da ist auch noch Rabattcode dabei. Ich habe 4 Euro noch reduziert bekommen wegen dem Rabatt. Und insgesamt habe ich halt 52 für die ganzen Düfte bezahlt. Und das ist 100 ml Duft, Freunde. Und man hat zusätzlich noch eins dabei. Das sind 30 ml, oder? Sieht so aus. Das ist eine große Packung. 30 ml als Pröbchen. Welchen nutze ich denn? Ich nehme den großen. Den möchte ich meinem Bruder verschenken. Er liebt auch Aventus. Feiner, so richtig. Da ist, glaube ich, auch eine Vanillennote, die den Duft sinnlicher, verführerischer macht. Invictus ist ein herber, holziger, fruchtiger Duft. Aber das geht so Richtung mit einem Hauch von Wacholder, das cremiger ist. Da ist Vanille drinnen. Da ist der Aufbau ist anders. Der Auftakt ist schon ähnlich, aber man riecht getragen. Oh, so ein toller Duft. Der hält jetzt nicht so lang. Ja, okay, seine 7-8 Stunden schafft er. Irgendwann nach 6-7 Stunden wird er schon deutlich körpernah. Finde ich gar nicht schlimm. Hey Leute, zum Nachsprühen, toll. Aber mir geht es um den Duft, mir geht es jetzt nicht um die Haltbarkeit. Also ich freue mich, dass er auch gut hält. Aber wenn du Aventus magst, ja, du hast viele Klons, musst du den jetzt nicht besitzen. Aber das riecht anders, das hat einen anderen Twist. Ist kein 100%iger Aventus-Klon, überhaupt nicht. Das hat aber auch im Luft getragen, also wenn du es trägst, ich habe es eine Kollegin von mir aufgesprüht und sie hat immer so diesen Zitrusduft gehabt, so Zitrus, Vanillecreme, Wacholder. Ich liebe so eine Kombi, das zieht mich magisch an. Also wenn ich das bei einem Mann rieche, obwohl das ein bekannter Duftdiener ist, werde ich schmelzen. Ich werde dahin schmelzen. Tue ich ja auch schon wieder. Also das bekommt mein Bruder. Das behalte ich selber. Ich verlinke euch die Marke, ja, und die Seite, von wo ich es habe. Und es tut mir wirklich leid, wenn es jetzt ordentlich Krach gemacht hat. Jetzt wisst ihr sogar, warum ich die Streifen nicht nutze. Da war neben dran auch noch viel Information. Wollen wir noch Delia Rouge? Die Verpackung macht mich ja richtig an. Das
Das ist so Bordeaux-Rot. Ich liebe so eine Farbe. Puh! Okay. Das ist wieder ein Baccarat Rouge. Aber Baccarat Rouge, Zuckerwatte. Puh, das ist guter, guter Klon. Oh. Oh. Nicht schlecht. Delia Rouge. Wenn du eine andere Variante von Baccarat Rouge testen möchtest, musst du Delia Rouge probieren. Was hat das für eine Duftkomposition? Das hat, wow, das riecht richtig toll. Hey. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass der mir so gut gefällt. Den bestelle ich auch. Obwohl ich Baccarat auch viele habe. Aber das ist ein außergewöhnlich guter Duft. Das hat so einen Twist. Ich habe ja Cosmic, wenn ihr es nicht wisst. Ich habe von Argent Provocateur Cosmic. Den mag ich, weil er anders riecht. Es riecht ähnlich wie Baccarat Rouge von Francis Cochin. Aber das hat einen anderen Twist. Und der hat jetzt... Ich habe noch nie einen Duft gerochen, der so nach Zuckerwatte riecht. Ich habe sogar... Ja, es erinnert mich auch stark, wenn du Pink Sugar kennst. Das riecht wie Pink Sugar, aber nicht so künstlich. Pink Sugar kann ich nur getragen, also leicht dosiert ertragen, obwohl es so viele in meinem Umkreis lieben. Aber das ist für mich Pink Sugar leichter kombiniert mit Baccarat. Aber leichter Baccarat, nicht zu diesen aufdringenden Kopfschmerzen Baccarat. Toll, hey, den bestelle ich mir. Den bestelle ich mir. Oh, da geht, ich sag's dir, das zieht die Leute an. Das zieht die, also wenn es mich schon wegbeamt hier. Also ich habe ein Video abgedreht, was mich dieses Jahr weggebeamt hat. Das hat mich jetzt weggebeamt, obwohl ich die Duft-DNA auswendig kenne, allmählich schon satt gerochen habe, hat es mich weggebeamt. Zetrus genauso. Und nicht schlecht. Bei den anderen zwei muss ich meine Aussage ein bisschen beachten. Aber toll, toll. Geheimtipp, Leute, schaut es einfach an. Es ist bestimmt auch genauso günstig. Also unter 25 Euro, 100 Milliliter und eine andere Variante von Baccarat. Toll, super Tipp. Okay, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und sag einfach, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ein Päckchen wartet noch auf uns, aber den drehe ich heute nicht ab. Aber ich will den unbedingt abdrehen. Da ist ein Duft, den ich unbedingt riechen möchte. Ich habe es mir gegönnt. Aber ich warte jetzt. Ich warte. Ist okay, ich warte. Das machen wir zusammen. Vielleicht morgen. Also, ciao.